Warum hockt da einer alleine? Das kann ja eigentlich nicht sein normalerweise, ne? Und warum ist das hier so spooky-mäßig? Guckt euch das mal an. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu The Forest Solo. Beim letzten Mal sind wir in diese Höhle gewaltsam eingedrungen. Das sieht man ja auch schon an meinem Katana. Das ist blutüberströmt, ja. Und ja, hier hat man ein kleines Lagerfeuerchen gemacht und haben ein paar Leute geröstet. Das muss man ja ab und zu mal machen. So knochenrüstungstechnisch und so. Und ich konnte mir tatsächlich eine weitere Mutantenrüstung erobern. Wenn ihr das nicht gesehen haben solltet, rechts oben in der Ecke ist die Playlist verlinkt. Und ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr The Forest hier feiert. Hier bin ich hergekommen, oder? Ja, genau, hier bin ich hergekommen. Wir gehen jetzt mal weiter. Denn es gab ja hier noch eine Abzweigung. Hier, wo die Babys rumgekrochen sind und rumgehüpft sind. Da konnte man noch eine Wand aufsprengen. Oh. Zur Hölle, warum? Warum? Warum ist denn jetzt hier Action? Warum höre ich jetzt hier wieder welche? Warum sind die Wände wieder da, die ich kaputt geschlagen habe? Gut, das ist normal, dass die wieder da sind. Ich bin nämlich gerade wieder neu reingegangen ins Spiel. Warum? Wieso? Ich habe das dumpfe Gefühl, die Babys respawnen. Also es ist doch nicht so, dass die nicht respawnen. Weil sonst wäre ja jetzt, sonst würde ich da jetzt ja nichts hören. Da habe ich ja schon. Da habe ich doch schon. Also ich meine, ich habe da schon. Wahrscheinlich hat man einfach auch mal Pech manchmal. Und die respawnen dann einfach. Auch wenn sie es gar nicht dürfen. Schweinerei, denen hat das keiner erlaubt. Toll, jetzt komme ich da nicht so einfach wieder hoch zu meinem. Da muss ich ja wieder durch, wenn ich zurück will zu meinem Haus. Da muss ich ja wieder die Babys erschlagen. Aber sag mir bitte, dass hier wenigstens jetzt noch offen ist, was ich beim letzten Mal freigesprengt habe. Das sieht schon mal gut aus. Aber hier müssen wir ja noch einmal sprengen. So, das machen wir jetzt wieder mit einer Dynamitstange natürlich. Das war ja das Ziel für heute. Ausrösten. Anzünden. Jetzt muss ich auch noch nach hinten raus aufpassen. Tolle Wurst. Okay, zünd das mal an. Ja, schön. Oh, nein, sie ist zurückgekommen. Und, bam, genau, nice. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, toll. Okay, ich kann einfach durch die Felsen durch. So, wehe, hier ist jetzt was Fieses. Mach das Licht an. Ja, ist jetzt halt die Frage, was ist jetzt hier eigentlich genau, ne? Es geht da irgendwie tiefer runter noch. Ich soll ja nicht so ein Angsthase sein. Habt ihr ja mal gesagt. Aber das ist gar nicht so einfach. Das sagt sich immer so leicht. Vor allem, wenn es dunkel ist und komische. Mach's Licht an. Ah, da kann man sich rausdrücken. Guckt mal. Da geht's raus. Kann das sein? Nee, da geht's nur in einen anderen Höhlenabschnitt, oder? Okay, erstmal checken, was hier so ist. Mach mal ein Feuerzeug aus. Ich will erst mal gucken, was hier so ist. Da ist rotes Licht. Und was macht das? Es leuchtet rot. Oh mein Gott. Aber noch ist es friedlich hier. Mal abgesehen davon, dass viel Geschnodder auf dem Boden liegt. Warum liegt da so viel rum? Das gefällt mir überhaupt nicht. Ach, scheiße. Das sieht jetzt echt aus wie in The Descent, ey. Wenn alles rot ist. Die haben sich so hart von diesem Film inspirieren lassen. Unglaublich. So, jetzt vorsichtig hier. Da ist ein Dokument. Also ich sehe erstmal keine Typen hier. Ist es ein Boot hier? Das ist ein Boot. Ah, da ist rote Farbe.
Okay, warte mal, was haben wir denn hier? Was steht da? Don't be afraid, just believe. Ist das der Titel von irgendeinem Disney-Song oder was? Okay. Ich habe mir mal eingekleistert mit roter Farbe. Ich bin... Da hockt doch einer, oder? Hockt da nicht einer? Direkt da? Da hockt doch einer am Boden? Ja doch, guck mal. Du hast Hunger, ja toll. Ist das ein Boss? Na gut, ich habe eine gute Panzerung, ne? Wenn das ein Boss ist. Ich weiß nicht, ob das ein Boss ist, keine Ahnung, ich habe keinen Plan. Warum ist hier nur einer halt? Das frage ich mich halt. Okay, iss das mal und trink das mal. Iss mich und trink mich. Warum ist da halt, warum hockt da einer alleine? Das kann ja eigentlich nicht sein normalerweise, ne? Und warum ist das hier so spooky-mäßig? Guckt euch das mal an. Der kniet und betet. Sollen wir den stören? Der ist offensichtlich auch nicht tot. Und er atmet. Er hat mich noch nicht gesehen. Da hinten ist ein Seil. Ich will erst mal ganz kurz abchecken, was hier so los ist. Bevor ich den störe. Sind das Rettungsringe hier? Das sind Rettungsringe hier an der Wand. Vielleicht versucht er auch gerade einen abzuseilen. Ich weiß es nicht. Vielleicht versucht er gerade einen abzuseilen, dann sollte man ihn dabei vielleicht nicht unbedingt stören. Okay, hier ginge es nach oben. Ich versuche den Herrn jetzt mal aus dem Hintern halt so ein bisschen zu sticheln. Ich meine, ich habe hier einen Katana, ja. Was kann schon passieren? Los. Wenn ich mich ranschleiche, von der Seite so. Kritzi. Das war so gut und das war offensichtlich kein Boss, würde ich sagen, ja. Oh, Dynamit. Mensch. Man könnte ja fast glauben, dass man von der Seite aus in die Höhle rein soll. Kann das sein? Es ist auch irgendwie dämlich, dass ich nur 4 Stangen aufheben kann von dem Dynamit. Es ist doch so klein. Das ist noch kleiner als die Leuchtfackeln irgendwie. Ja, dann ist das hier wahrscheinlich ein Eingang, würde ich jetzt mal schwer vermuten. Okay, ist hier noch irgendwas? Warte mal, erstmal gucken. Nicht, dass wir hier irgendwas zurücklassen. Ist hier in dem Boot irgendwas? Nee, nicht wirklich. Also da ist nicht wirklich was. Ja, schön. Oder auch nicht. Von da sind wir gekommen. So wirklich viel ist hier jetzt ja nicht, ne? Ist das da ein Weg eigentlich? Nee, oder? Das ist nur... Mach mal das Licht wieder an. Nee, das ist einfach nur hier... Nee, wir müssen da hoch. Genau da hoch müssen wir. Okay. Dann machen wir das. Ich frag mich halt, ist das ein Ausgang oder ist das einfach nur eine weitere Höhle? Ich bin aber ehrlich gesagt echt erstaunt, wie weitläufig die Höhlen teilweise jetzt geworden sind. Also ohne Witz, das habe ich nicht mehr so in Erinnerung. Beziehungsweise als ich das letzte Mal gespielt habe, waren die Höhlen nicht mal ansatzweise so komplex, glaube ich. Also ich kann mich so an 2, 3 Höhlen noch grob erinnern und die waren nicht so weitläufig. Was ist denn das hier? Hier hängt einer rum. Das ist auch wie in Descent, glaube ich. Der hat sich gedacht, ich hänge lieber hier oben ein bisschen ab, bevor ich da unten mit denen abchille. So, und was ist hier jetzt? Ah, eine weitere Höhle. Wunderschön, wunderprächtig. Mach mal bitte das Licht aus. Ich will erstmal nicht auffallen. Oh Gott, man hört hier überhaupt nichts. Durch das rauschende Wasser. Bewegt sich da was? Ne, das ist Wasser da hinten, was sich da bewegt. Ich will halt nicht in den Mutanten reinrennen, deswegen. Ich werfe mal eine Leuchtfackel da rein, in den Wahnsinn. Ich will erst mal sehen, was da eigentlich alles ist. Okay, von da oben kommt irgendwie Licht. Gib mir mal das. So, wie war das jetzt? Welche Taste muss ich jetzt zum Anzünden drücken? Rechte Maustaste war es, glaube ich. Ja. Ich vergesse das immer wieder in jeder Session. Ja, wow, macht ja richtig viel Licht, ne? Okay, warte.
Gib Mischkatana. Und ich nehme jetzt mal die Taschenlampe in die andere Hand. Mach die mal an. So nicht. Wie mache ich die denn an? Ist die schon an? Ach, die ist schon an. Okay. Muss mir erst mal ein bisschen einen Überblick verschaffen. Ah, Zelte. Da ist ein Seil. Okay, sehr gut. Was haben wir hier? Oh, Essen. Nahrung. Schokolade. Ah, kann ich alles nicht mitnehmen. Hier haben wir wieder ein Feuerchen. Da kann ich speichern. Das ist gut. Was ist das? Was ist das denn? Sieht aus wie ein Sockel. Okay. Ein Altar oder so? Ah, Leuchtfackeln. Sehr schön. Die gehen mir langsam aus. Das passt. Was haben wir hier? Noch mehr Leuchtfackeln. Hätte ich ja gerade einen laufen gehört. Geht's da noch weiter rein, da hinten? Kann das sein, dass die Höhlen jetzt hier auch so ein bisschen mehr so untereinander verbunden sind? Oh, da hängt einer im Wasser da unten. Guckt mal. Da müssen wir mal schauen, ob es da vielleicht... Vielleicht ist das die Höhle mit der Taucherausrüstung. Hier. Warte mal, mach mal das Licht aus. Wir müssen ja nicht die Energie verschwenden davon. Dankeschön. Du sollst das kaputt schlagen. Achso, das ist schon kaputt. Okay. Ich speichere mal gerade. Beste Idee meines Lebens, glaube ich, hier an der Stelle mal zu speichern. Und dann gucken wir mal, was da unten im Wasser los ist. Ja, toll. Warte. Du kannst nicht mehr tragen Snacks. Wie, der hat nur einen Snack dabei gehabt? Alter, man sieht ja gar nichts. Man sieht ja überhaupt nichts hier unten. Wieso ist es so unscharf? Tauch mal bitte auf, ich sehe ja gar nichts hier. Ja, ich bin nass. Mir ist kalt und ich bin nass. Aber ich habe das jetzt schon von dem Typen abgezogen, oder? Ich versuche gerade mal so ein bisschen... Da liegt doch irgendwas Blaues da unten. Ich sehe das doch. Warte mal. Ich muss da mal direkt hintauchen. Hier, was ist das? Druckluftflasche. Okay, das ist die Druckluftflasche. Hä? Darf ich mal ganz kurz mal... Also es muss doch die Höhle mit der Taucherausrüstung sein, weil... Also... Pass auf. Warum denke ich, dass die das sein muss? Weil es anders gar keinen Sinn ergibt. Guck mal, die sind hier rein mit irgendwelchen Taucher... Robotern. So, sind da runtergeklettert offensichtlich. Wurden gestört wahrscheinlich von den Verrückten. Jetzt muss ich mich erstmal aufwärmen. Und, sind getötet worden. So, aber das heißt, die müssen doch irgendwie selber auch Taucherausrüstung dabei gehabt haben, um mit ihren Robotern zu arbeiten. Da war übrigens einen Durchgang, glaube ich, da hinten. Ich habe das, glaube ich, gerade gesehen, da hinten. Aber da muss ich durchs Wasser durch. Muss mich erstmal aufwärmen jetzt. Und essen muss ich auch schon wieder. Ich habe halt nur noch Snacks. Ich nehme jetzt gleich zwei. Und ich heb ja hier noch... Hier liegen ja noch welche. Kann ich ja mich bedienen. Hä? Oder auch nicht? Waren hier nicht noch welche? Ich habe doch hier vorhin welche aufgehoben. Wer hat mir hier meine Schokoriegel geklaut? Komisch. Ich meine, da waren noch welche. Naja, egal. Geh mal nochmal hier ran. Zum Notizbereich des Buches hinzugefügt. Ich öffne mal das Überlebensbuch, ne? Notizbereich. Gucken wir mal in die Notizen. Okay, was ist das? Was ist das für ein Ding? Da steht auch irgendwas am Rand. Ich kann es aber nicht lesen. Ich kann es auch leider nicht anklicken, damit ich es groß machen kann. Na gut, aber so viele wahnsinnige, spannende Notizen sind das jetzt ehrlich gesagt nicht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Die haben hier Marshmallows geröstet. Oh, kann ich den Helm zufällig mitnehmen? Nee, das wäre natürlich auch mal irgendwie geil gewesen. Aber darf ich mal auch mal sagen, wie diese Höhlenforscher hier rumgeschweinst haben, ey? Die haben einfach ihre ganzen Dosen zerdrückt und da liegen lassen, ey. Sehr, sehr unwissenschaftliches Verhalten, wenn ich das mal sagen darf. So, jetzt ist erstmal die Frage. Von da bin ich ja gekommen, ne? Genau, von da bin ich gekommen. Aber was ist hier drüben? Warte mal, hier ist doch... Hier kann man doch so drüber gehen. Irgendwie...
Kann man da nicht sogar auch... Ah! Nicht ins Wasser tauchen jetzt. Ich will erst mal schauen jetzt. Die Dinger hier sind doch zerstörbar, oder? Da machen doch die Mutanten mal die doch auch mal kaputt. Diese riesen Kackhaufen hier. Aber es scheint hier doch nicht wirklich weiterzugehen, oder? Gib mir mal die Lampe. Ja, oder nimm das Feuerzeug, ist okay. Irgendwie ist das Feuerzeug jetzt strahlkräftiger als die Lampe, habe ich so den Eindruck. Kommt man hier noch irgendwie weiter? Sag mal, was haben die denn hier alles weggeschmissen? Ist doch nicht normal. Ha! Ja, toll. Platinen. Hau da mal nach unten. Noch eine Platine. Ja, schön ins Wasser fallen lassen, genau. Kann ich zufällig noch mal Bomben bauen hier? Ich hab doch... Alkohol fehlt ja, stimmt. Nee, dann geht's nicht. Schade. Aber ich meine, ey, es muss... Irgendwo muss es hier die Taucherausrüstung geben. Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist bestimmt wieder so ein Ding, dass ich... Ich bin bestimmt dran vorbeigelaufen. Die war bestimmt irgendwo direkt vor meiner Nase und ich bin bestimmt... Genau wie mit dem Katana, wo ich es nicht gecheckt habe, dass ich es aufgehoben habe. I shit you not. Ich hab's einfach aus Versehen genommen. Aber ich hab's gar nicht gesehen. Ja, toll. Und vor allem, wie soll man da auch richtig vernünftig was finden da unten, wenn man da nichts sehen kann, weil es so unscharf ist? Tiefenschärf ist blöd. So, ich kletter jetzt hier wieder raus. Ich merke mir einfach, wo ich da oben rauskomme. Das scheint ja ein Ausgang zu sein. Ja. Wenn ich hier richtig gewesen bin für die Taucherausrüstung... Ja, dann sagt mir halt einfach Bescheid, dann gehe ich nochmal hier rein. Dann gehen wir einfach von der Seite nochmal hier rein, würde ich sagen. Aber das hier kommt mir bekannt vor, tatsächlich. Das kommt mir von früher bekannt vor. Das kenne ich von früher. Diese ganze... Dieses ganze mit dem Zelten da und dem... Ich glaube sogar dem Typen, der da im Wasser hängt. Wobei, nee, der Typ... Da bin ich mir jetzt gar nicht mal sicher. Ich weiß, dass einer unter dem Felsvorsprung mal gehangen hat bei irgendeiner Höhle. Früher auch schon. Aber ist halt jetzt die Frage, ist das jetzt die Höhle hier oder nicht oder wie oder was? Keine Ahnung. Okay, Stamina ist leider im Popo. Wo geht's denn hier hin, Alter? Geht's hier nun raus oder nicht? Jetzt stellt euch mal vor, man stürzt hier ab. Ey, dann bist du aber auch richtig am Popo. Ich glaube, da oben ist nur eine weitere Höhle. Kann das sein? Schon wieder? Wir sind jetzt Viecher. Zieh dich hoch, komm. Ah, okay. Da geht's weiter nach oben. Ich glaube, da geht's raus. Ach, ich glaube, ich weiß, wo ich da hinkomme. Ey, erinnert euch vielleicht noch an das Dorf, was bei mir in der Nähe ist, am Strand. Da ist auch ein Höhlenzugang. Ich glaube, der ist das hier tatsächlich. Ja, ich glaube, hier bin ich früher immer reingegangen. In die Höhle. Aber ich kann mich nicht erinnern, ob wir hier jemals wirklich weitergegangen sind. Früher. Jetzt bestimmt Nacht, wa? Ja, nee, nee, geh mal runter, geh mal runter. Bleib mal hängen. Lass uns mal die Nacht noch überspringen. Oder... Ja, ich will nicht nachts daraus. Mutanten und so. Ich gehe mal lieber zurück und überspringe die Nacht an einem der Zelte. Wir müssen es jetzt nicht strapazieren hier. Also ich strapaziere eure Geduld lieber, als dass ich mein Leben strapaziere. Ich habe gerade zwei Mutantenrüstungen. Ich will die nicht wieder verlieren. Indem ich jetzt in den Hinterhalt laufe. Das muss nicht sein. Dann mal lieber mal schnell die Nacht überspringen hier am Zelt. Hier kommt ja auch jetzt erstmal keiner hin von denen. Die klettern ja nicht an den Seilen lang, zum Glück. Im Grunde ist das hier eigentlich ein absoluter Safe-Bereich. Weil hier definitiv safe keiner hinkommt, eigentlich. Fragt mich nicht, warum, aber die machen das halt so. Also ich kann mich nicht erinnern, mal irgendwie erlebt zu haben, dass die in so einem Bereich hier aufgetaucht sind. Wenn die nicht von vornherein hier wären, also ich weiß nicht, wir haben ja schon gesehen, offensichtlich können sie ja doch in einigen Höhlenbereichen nachspawnen. Also ist nicht so, dass man die permanent tötet, offensichtlich. Zumindest... Also bei den Großen kann es sein, dass man die permanent tötet. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Die großen Mutanten.
Aber bei den Kleinen ist es offensichtlich nicht so. Die können offensichtlich auch mal nachspawnen. Sehr beunruhigend eigentlich. Irgendwie doch schon. Vielleicht sollte ich auch noch mal ein bisschen genauer hinschauen, ob nicht vielleicht doch irgendwo diese Tauchflasche ist. Also nicht die Flasche, aber die Ausrüstung. Aber ich hätte halt gesagt, eigentlich müsste doch der Typ, der sich da unten festgemacht hat, die haben. Weil, ja, wieso sollte er sich da unten ohne Taucherausrüstung festgemacht haben? Also, warum? Egal, ich überspringe erstmal nach... Sehr schön. So, dann... Oh, erstmal essen. Ja, schön. Wie das klingt, wie der Schokoriegel ist, als wenn er ein Apfel ist. Hervorragend. So, jetzt noch einmal klettern. Das ist heute die Kletterfolge, ja? Also die Höhle hier haben wir durchsucht. Fazit. Keine Taucherausrüstung. So ist das halt. Dann müssen wir mal schauen, wo wir die herkriegen, wenn sie hier nicht ist. Das kann doch nicht so schwer sein, ey. Diese Taucherausrüstung zu finden. Vor allem frage ich mich auch, ob es noch Höhlen gibt, wo ich noch gar nicht drin war, ne? Also, früher auch nie. Es gibt bestimmt noch die eine oder andere Höhle, die ich noch gar nicht kenne. Die hier kenne ich so... Also zumindest den Bereich hier kenne ich. So ein bisschen. Vielleicht nicht unbedingt in dem Zustand, wie er jetzt ist. Aber so ein bisschen. So grob aus der Erinnerung heraus kenne ich zumindest diesen Raum. Den Raum kenne ich. Aber ich meine, da ging es anders weiter da hinten. Also wo wir da hergekommen sind, da kann ich mich nicht erinnern, dass man da so viel sprengen musste und so. Ja, wie gesagt, ey, das hat sich auch alles zigmal geändert, glaube ich, über die Entwicklungszeit so hinweg. Ich möchte nicht im Dunkeln hier rumlaufen. Ja, es ist hell, okay, sehr schön. Habe ich da gerade was drüber laufen sehen, du was noch? Oder es war mein Schatten, glaube ich. Okay, meine Theorie kurz mal über... Jawohl, ich habe es mir gedacht, guckt euch das an. Wie ich es mir gesagt habe, machen wir das Licht aus. Wie ich es gesagt habe, das ist das Dorf, das direkt neben meiner Base ist. Hier haben wir Zelte. Ach ja. War hier nicht dieses alte Zelt auch noch da hinten irgendwo? Hatten wir da eigentlich... Achso. Oh Gott, ich muss mir erstmal wieder an die Waldgeräusche gewöhnen, ey. Was ist denn das hier? Nichts, nichts. Ganz viel nichts. Da hinten, da ist dieses alte Zelt. Ich will da mal ganz kurz hinschauen. Ist es hier nicht was zum... Hä? Ist neuer Eintrag auf meiner To-Do-Liste hinzugefügt. Ist offensichtlich noch ein Höhlenzugang. Direkt neben dem? Und die haben keine Verbindung untereinander? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Soll ich da mal runtergehen? Es wird nicht mehr ausreichend sein, von der Zeit her da was zu machen. Habe ich da gerade einen gesehen? Gott, ich werde schon wieder paranoid, ey. Okay, ich bewege mich erstmal zurück nach Hause. Würde ich sagen, weil halt. Gottdammit! Ich dachte gerade, da faucht mich einer von der Seite an. Alter, diese Dinger sind ja der absolute Terror. Schnell weg. Oh, da hinten. Drei hässliche. Okay, ich renn mal. Ich renn mal vorbei. Keine Lust, mich mit denen jetzt rumzuschlagen, ehrlich gesagt. Ich will einfach jetzt nur schnell nach Hause. Und schnell nach Hause und vielleicht mal zu Hause auch mal wieder speichern, nicht immer nur in der Höhle. Ah, die Wildgänse. Es sind Wildgänse, ja. Die steigen gerade wieder auf, sehr schön. Sieht irgendwie cool aus. So, was ist hier Phase? Ist hier irgendwas Phase? So, das, ich will noch mal betonen, ja. Hier sind wir reingegangen, original, ne? In die Höhle. Und da hinten sind wir rausgekommen. Das ist schon spannend irgendwie. So weit ist das ja gar nicht auseinander, ne? Ich frage mich, ob die Höhlen so gebaut haben, dass die Distanzen unterirdisch so zusammenpassen, dass man, ne, dass das auch oberirdisch dann passt von der Strecke, die man zurückgelegt hat. Das wäre mal ganz spannend zu wissen. Aber ich glaube, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Huch. Okay. Jetzt speichern wir erstmal, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall spannend. Der vermeintliche Boss hat sich dann doch als Rockrepierer entpuppt, würde ich sagen. Speichern, speichern. Was ich auch gerne mal wieder machen würde, ist was bauen, ne? Ich würde voll gerne mal wieder irgendwie ein Haus oder so bauen. Oder mal eine größere Anlage. Aber dann stellt sich immer sofort die Frage, wo macht man das? Und wäre es vielleicht wirklich sinnvoll, das auf dem Wasser zu machen eher, anstatt an Land? Also wirklich vielleicht so... Ich bin halt echt mega am Überlegen gerade, wie ich es mache. Ich würde gerne mal probieren... Ich würde wirklich gerne mal probieren, so ein größeres Gebäude auf dem Wasser direkt zu bauen. Also so richtig so eine Plattform, die ich mir selber ziehe. Du kannst ja so flexibel so Plattformen aufziehen. Ja, und dann einfach das bauen. Aber es ist halt mega schwer, weil man muss halt das ganze Zeug dann aufs Wasser transportieren immer. Also man braucht halt ein Floß. Deswegen, ich will jetzt mal gerade gucken. Wo ist denn, wo sind denn Bäume möglichst nah am Wasser? Eigentlich ja hier, oder? Hier ist doch genau der Waldrand. Naja, so semi halt, ne? Geht halt darum, dass man nicht so weit laufen muss dann, ne? Dass man die Bäume halt möglichst schnell ins Wasser kriegt. Beziehungsweise nicht ins Wasser, da sollen sie ja nicht rein, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Dass man die halt nicht 10 Kilometer weit tragen muss. Was ich mir vielleicht mal machen sollte, wäre dieser Schlitten. Ich erinnere mich aber dran, dass dieser Schlitten für die Bäume, der war immer mega buggy gewesen. Zumindest im Multiplayer war das immer... Ja, sagen wir es mal so. Es war mal sehr lustig, den zu benutzen. Es ist hier... Ah ja. Hier bin ich schon mal rausgekommen. Ja. Also hier wäre es doch eigentlich ideal, wenn wir irgendwas auf dem Wasser bauen wollen. Rennen da welche unten lang? Da gerade irgendwas huschen sehen da rechts. Waren vielleicht Kaninchen, man weiß es nicht. Genau, ich mache jetzt mal diesen Schlitten erstmal. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo ist denn der eigentlich? Hab keine Ahnung mehr, ich weiß das nicht. Der Schlitten, der Schlitten, der Schlitten, der Schlitten, dieser Schlitten, dieser Holzschlitten. Nee, warte mal, das muss irgendwie weiter vorne sein. Man konnte doch so einen Schlitten machen, damit, womit man die Dinger durch die Gegend schieben konnte, die... Hier, Baumschlitten. Ach, da brauche ich ja noch Äste dafür. Okay, dann, da müssen wir mal ein paar Ästchen noch holen. Weil dann kann ich nämlich, ne, hier schön viele Baumstämme einladen. Warte mal, ich nehme mal meine Axt, ne? Da kann ich nämlich hier schön viele Baumstämme einladen. Ja, und kann die dann runterfahren zum Wasser. Und kann dann im Wasser, also am Wasser, oder ich kann es dann schneller verladen, sagen wir es so, auf dem Floß oder so, sodass ich dann rausfahren kann aufs Wasser und dort dann bauen kann. Vielleicht auf so einer Insel da hinten. Da müssen wir nicht mal ein Fundament bauen. Das wäre doch mal ein interessanter Slot zum Bauen. Ist das jetzt fertig schon? Nee, einer fehlt noch. Genau, das wäre doch mal spannend, wenn wir mal irgendwie so weiter draußen bauen würden. Das ist auch sicherer. Also, ja, an meinem See ist es auch relativ safe, aber das Baumhaus, Floß, Baumhausboot, das ist halt sehr klein irgendwie, ne, so gefühlt. So, genau, jetzt kann ich das Ding nämlich nehmen und kann das so durch die Gegend schieben. Und kann da halt gleich 10 Baumstämme oder so reinpacken. Aber der macht auch komische Geräusche, ey. Und wie kann ich das wieder loslassen? Okay, mit E. So, dann beginnen wir doch mal. Kann ja schon mal das Ding vollpacken. Ich glaube, die Mutanten und Typen, die gehen da, glaube ich, nicht mal drauf. Auf den Wagen. Auf den Schlitten. Ich glaube, die ignorieren das Teil sogar, weil das ein Physikobjekt ist, glaube ich. Das ignorieren die. Da machen die nichts. Das heißt, ich kann das immer schön voll machen. Wenn irgendwas kommt, renne ich einfach weg, lass das hier stehen. Und komme dann einfach wieder zurück hierher. Ja. Und dann habe ich immer gleich Baumaterial und das kann dann auch nicht wegrollen oder so. Müsste nicht noch ein Baumstamm hier sein, da. Das kann dann auch nicht wegrollen, weil es ist ja im Schlitten drinne.
Im Schlitten bewegt es sich nicht. Und das ist recht praktisch eigentlich. Genau. Und man kommt halt mit dem Baumaterial schneller von A nach B, ne? Genau, da brauchen wir unten noch ein Floß. Das müssen wir auch noch bauen. Weil wir müssen ja dann rüberfahren noch. Ich kann ja die Baumstämme nicht rübertragen, das geht ja nicht. Habe ich gerade schwere Schritte gehört? Nee, alles gut. Ich glaube, das war sogar in der Wohnung über mir gerade. Das war, glaube ich, im Real Life. Oh Gott. Um Gottes Willen. Nein, heb doch den Stamm auf. Okay, nice. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist schon die Maximalmenge. Tatsächlich. Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Du hast Hunger, ja. Ich geh zurück zum Dings jetzt. Die Folge ist jetzt eh zu Ende, meine lieben Freunde. Wir werden das mal weiterverfolgen, mal ein bisschen mal wieder bauen. Ist doch auch mal wieder was Feines, würde ich sagen. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Wir sind die ganze Zeit immer nur in Höhlen rumgerannt. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie es sich verhält mit dem Tauchgerät. Ob ich da jetzt in der richtigen Höhle war gerade oder ob das doch wieder eine andere gewesen ist. Ja, dann weiß ich schon mal, ob ich da nochmal runter muss oder nicht. Ich meine, ich habe da jetzt nichts gefunden. Aber vielleicht habe ich es einfach nur wieder gekonnt übersehen. Das kann alles sein, man weiß es nicht. Und an der Stelle ist diese Folge The Forest Solo auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder schaut in die komplette Playlist. Ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und die Glocke mit den Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu The Forest, sondern auch zu anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!